Seit meinem 10. Lebensjahr beschäftige ich mich mit Schlangen. Meine Passion wird zum lebenslangen Beruf, der jetzt im Ruhestand eine tiefe Zufriedenheit in mir hinterlassen hat. Doch nach 3 Jahren Pause in der Schlangenhaltung erfasst er mich wieder. Der spezielle Drang, Neues aus der Welt der Dionynata zu erforschen. Nein, ich will das Rad nicht neu erfinden, aber obwohl die Dionynata immer wieder in den Terrarien gepflegt und nachgezüchtet wird, gibt es hier im Vergleich zu den meisten anderen Schlangenarten viel zu wenig Information. Einzig das Narrativ, sie sei eine Anfängerschlange, wird im Zusammenhang mit dieser kleinen Kletternatter immer wieder verbreitet. Ob dies richtig ist oder nicht, das werde ich aus meiner Sicht diskutieren. Es ist also ein Glücksfall, dass ich von einem befreundeten Züchter 4 junge Dionynatern übernehmen kann, um sie in ihrer Entwicklung zu beobachten. Mein Plan ist es, das Projekt Dionynata über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Von der ersten Quarantäne und Eingewöhnung, dem Konzept und Durchführung des Terrarienbaus bis hin zur hoffentlich erfolgreichen Aufzucht und jetzt mag ich träumen der Fortpflanzung, möchte ich in regelmäßigen Abständen berichten. Also ein Videotagebuch. Und dies mit dem Anspruch, oder nennen wir es Versuch, mindestens einmal monatlich Aktuelles auf meinem Kanal zu präsentieren. Also diskutiert eifrig mit. Von der Spekulation bis zu eurer konkreten Erfahrung, alles ist erlaubt.